Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Aber was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem Begriff? Den gibt's doch gar nicht. Doch, den gibt es. Es gab ihn eigentlich schon immer. Die Erwärmungen und Absenkungen der Temperatur geschahen aber immer sehr langsam, sodass die Natur sich gut darauf einstellen konnte. Bis der Mensch ins Spiel kam und den Anstieg der Temperatur beschleunigte. Seit der Zeit vor der Industrialisierung haben Menschen einen Anstieg der Durchschnittstemperatur von etwa 1 Grad Celsius verursacht. Wichtig dabei ist die Unterscheidung zwischen Wetter und Klima. Geht es darum, ob morgen die Sonne scheint, es regnet oder schneit, sprechen Forscherinnen und Forscher von Wetter. Geht es um längere Zeiträume, über mindestens 30 Jahre, dann ist das Klima gemeint. Verantwortlich für die Erderwärmung ist vor allem der sogenannte Treibhauseffekt. Die Erde hat eine Schutzhülle, die sogenannte Atmosphäre, die sie warm hält. Diese Atmosphäre besteht vor allem aus Wasserdampf, aber auch aus Klimagasen wie CO2. Ähnlich wie in einem Gewächshaus lässt die Atmosphäre Lichtstrahlen zwar hindurch, hält aber die Wärme fest. Es wird also wärmer. Das Problem ist, seit der Industrialisierung gelangen, verursacht durch den Menschen, immer mehr Treibhausgase in die Atmosphäre. CO2 etwa über Fabriken oder Transportmittel, Methan zum Beispiel über die Viehzucht in der Landwirtschaft. Ohne zusätzliche Maßnahmen rechnen Forscherinnen und Forscher damit, dass die Durchschnittstemperatur bis 2100 um mehr als 4 Grad Celsius ansteigen wird. Das hätte gravierende Folgen. Mehr Wetterextreme wie Dürren oder heftige Regenfälle zerstören Ernten und durch die wärmeren Temperaturen schmelzen die Pole. Auch der Meeresspiegel würde durch wärmere Temperaturen ansteigen. Dadurch werden Lebensräume in küstennahen Regionen zerstört. Die Menschen dort müssten in andere Länder oder Regionen fliehen. Knapp 200 Länder haben sich deshalb im Pariser Klimaabkommen das Ziel gesetzt, den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen.